So, und weiter geht's mit Teil 3. okay, jetzt kommen meine Igelchen. Finde ich auch total putzig. Habe ich auch groß und klein. Das sind gar nicht Igelchen. Das sind Waschbären dabei. Da sind die. Wahrscheinlich, weil ich nicht viele hatte, habe ich die jetzt alles so zusammen gemacht. Möchte ich unbedingt noch mehr von machen. Also das waren die Waschbären. Und dann kommen hier die Igelchen. Ich mache die jetzt nicht mehr die Dinger fest, weil ich die eh noch fotografieren muss und dann immer dieses Auf und Zu machen. So, dann habe ich davon noch Kätzchen und Eulchen. Und die habe ich halt auch noch nicht so verziert. Ob ich es noch machen werde, weiß ich nicht. Ja. Ich möchte die halt nicht so voll knallen. Und ja. Dann die kleinen. Dann kommen hier die großen. Die habe ich natürlich alle verziert. Das sind alles, wie heißt, ausgedruckt. Ich habe mir die Sticker gekauft bei Pinterest und dann auf Overhead-Folie ausgedruckt. Dann habe ich noch Kätzchen. Gut sehen. Ich sehe das von hier nicht. Das sind so mal die großen. Dann haben wir hier noch kleine. Da sind die kleinen Schleifchen dran. Die finde ich so mega süß. Und Mäuschen sind hier sogar noch dran. Aber den großen sind auch Mäuschen dran. Es gibt ja viele Katzenfreunde. Ich bin mal gespannt, wie viele Videos ich drehen muss. Das ist ein anderes, zeige ich euch im Schluss. Oder habe ich jetzt noch überhaupt? Ja, davon habe ich nämlich noch. Pinguin habe ich euch ja schon gezeigt. Okay, dann habe ich ganz bestimmte Sets. Und zwar Sets, die kann ich jetzt nicht auspacken, weil die habe ich eingepackt. Und zwar habe ich davon immer einen Magnet und einen Anhänger mit Karabiner. Und es sind halt immer die gleichen. Und da habe ich einmal das von dem Mädchen. Ich zeige euch jetzt immer das Große. Auf der anderen Seite ist halt das in klein, das Allergleiche. Mit einer Eule. Ich kann euch beide Seiten zeigen. Mit einer Sonnenblume hier in klein. Und das gibt es halt als Set. Mit einer Eule. Und die gibt es halt nur als Set. Nicht extra.
Dann habe ich noch eine Tüte. Mit dieser Eule. Und dann kommen alles diese, sag ich jetzt die Hundenpfoten, diese Doran-Beats-Form. Und jetzt habe ich hier noch Hundepfoten. Da ist einer, hier so einer. Paris, die sind auch eins von den ältesten. Davon habe ich mehrere. Nichts Besonderes, aber wollte ich ja so, da wurde ich unterbrochen und weiter geht's. Dann haben wir einmal hier diese Foto, die habe ich dann noch mal hier. Das sollte die französischen Flaggen sein, aber ich habe es verkehrt rum gegossen. Dann diese Version noch mal. Dann habe ich hier in Blau-Silber. Die habe ich dreimal. Ist auch gleich gemacht. Und dann habe ich die nochmal in Blau. Auch dreimal. Ein Schwarz und Weiß, da habe ich noch eine kleine Pfote dran. Dann hier in Gold und Schwarz. Und da habe ich noch gar kein Glöckchen dran gemacht, sondern nur eine Würfelperle. Ich habe noch meine andere, die bunten, aber die habe ich noch nicht fertig. Da nie wieder rein, wenn man die einmal drin hatte. Und die Tüte, die platzt schon. So, weiter geht's mit den Schmetterlingen. Aber ja, die gefallen mir nicht so 100%. Da habe ich hier alle so. Einmal hier in rosa. Dann hier in so schwarz-grau oder blau. Hier nochmal in rosa, da habe ich eine Rose und so drauf geklebt und so Blümchen mit Glöckchen immer dran. Da habe ich jetzt zum Beispiel noch einen Schmetterling, wie hier auch. Okay, sie sind nicht hässlich, aber ja. Ihr könnt mir ja mal eure Meinung dazu schreiben. In Schwarz, in Rot. Die habe ich auch schon lange, ganz lange gar nicht mehr gegossen. Das sind noch ziemlich ältere. Und dann einmal hier. Dann auch nur noch das abfüllen und den Rest dann morgen. Jetzt habe ich ganz viel Katzen und ja. Und sogar manchmal mehrfach, also doppelt, also hier in
rosa. Da mache ich immer eine Blume, Glöckchen und eine Schleife meistens dran. Dann hier dreimal in Blau. Die kriegen dann alles das Gleiche. Dann in Gold. Drei Stück. Das ist jetzt von hinten. Die haben dann auch eine Schleife und so eine Blume. Dann hier einmal so. Dann in rosa. Und dann hier nochmal in, die kommt davor, in braun. So. Und dann habe ich die noch in lila. Nochmal in rosa. In einem hellen Blau. Nochmal in lila und nochmal in dunkelblau. Und dann habe ich den weiß ganz viel. Also zeige ich euch jetzt nicht einzeln. Da ist noch mit Gold dabei. Ja, und hier malt alle auch diese Blumen dran. Und Schleifchen. Und dann habe ich hier nochmal in schwarz. Oh, die haben sich verheddert. Auch ganz viele. Also ich zeige euch mal eine mit schwarz, mit Schleifchen und Blümchen und hier nochmal in klar mit Glitzer. Lass ich jetzt auch mal hier liegen. Die packe ich später ein, weil die sind ein bisschen grob. Dann habe ich noch ganz viele Flossen und ja. In allen möglichen Farben. In Blau, hier so, in Weiß. Zwei so, in Blau, mit Sternchen, in Gold. Die haben halt so Schmetterlinge dran. Hier in Lila. Auch noch mal mit Herzchen in Rot, in Braun, ganz viele in Weiß und Schwarz. Ja, dann hier noch in Schwarz, so in Blau. Hier ist auch noch mal in so einem Dunkellila. Dann hier mit so Perlen dran. Ja. Und die haben halt alle die Schmetterlinge und ja. Dann habe ich noch die großen Flossen. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt mal fertig zu machen, das Video. Und dann ist Feierabend für heute. Die anderen Teile drehe ich dann morgen. Ihr kriegt das ja eh nicht mit. Da habe ich einmal hier diese Flosse mit einem rosanen Schmetterling, hier in klar, hier in schwarz, in durchsichtig und in rot. Dann habe ich hier Füchse und Hunde, also diese Dackel. Habe ich dann hier so blau, gold, das ist nicht ein Kuddelmuddel, in schwarz, nochmal so ein schwarz-weiß, dann hier die Dackel, da habe ich so Perlen dran und bei den Füchsen auch eine Perle und eine Glocke. Hier noch in weiß und dann hier noch mal in weiß.
Nein, ich bin nämlich die ganze Zeit ausgegangen. Dann habe ich den Hasen. Und zwar hier ist so diese Hasen. Einmal so in Blau, der ist auch zweischichtig gegossen. Da ist so eine Perle dran. Welche kommt jetzt? Dann hier der. Da sind immer zwei Perlen dran und eine Glocke. Hier in Schwarz, Weiß und nochmal in Weiß. Und dann habe ich hier noch diese. Davon habe ich noch jede Menge. Die muss ich noch bearbeiten, weil die habe ich jetzt auch zweischichtig gegossen zum Beispiel. Da sind immer zwei Perlen dran. Und ja, da habe ich noch einen ganzen Haufen fertig zu machen. Da mit Herzchen. Hier ein Weiß mit blau und rosaner Schleife. Dann sind auch rosane und blaue Perlen dran. Hier ein Schwarz-Weiß. Dann habe ich Delfine und Wale. Und zwar einmal hier in Schwarz, in Weiß. Da habe ich so Perlen dran mit Herzchen. Da in Schwarz. Dann hier die Wale. Da ist noch ein Delfin in Grau. Noch mal einer in Grau, finde ich auch richtig schön in Grau. Delfine sind ja grau. Da kommt dann noch das. Dann eben hier die Wale in Blau. Die habe ich alle in dem schönen Blau gegossen. Und da habe ich auch eine Perle dran mit einem Herzen. Dann habe ich hier diese Kätzchen noch. Und die habe ich halt auch in allen möglichen Farben. In Weiß, so in Weiß, in Transparent. Hier nochmal Weiß, Schwarz, Gold, Rot, Lila. Und da ist auch jeweils immer ein Herz dabei. Ein Herz und eine Glocke. Ja, das sieht man ja, denke ich mal, ganz gut. Diese Katzen, oder ist eine Rose abgefallen? Die habe ich halt auch alle so verziert mit sowas. Hier ein rosa. Das ist jetzt der Geist oder was das ist. Habe ich halt da dazu gemacht. Hier mit weißen. Hier. Irgendwo ist die Rose abgefallen. Hier. Ja, ich habe es schon gefunden. Hier ist die Rose abgefallen. Hier, die muss ich wieder dran kleben. Auf jeden Fall finde ich die auch richtig, richtig hübsch. Dann habe ich hier nochmal Katzen. Aber die zeige ich euch jetzt auch nicht einzeln. Das sind hier diese Katzen. Die habe ich auch in allen möglichen Farben. Und da hängt halt immer ein Würfel dran und ein Glöckchen. In ganz viele Weißfarben, in Schwarz, hier in Lila, transparent Lila, in Schwarz. Hier. Kennt man das? Ja. Das ist auch ein ganzer Haufen.
Davon habe ich auch noch mehr. Da muss ich auch noch fertig machen. Und dann die Elefanten. Habe ich in Gold. Ganz viele in Weiß. Immer mit einer anderen Schleife am Schwänzchen. In Braun. Nochmal mehr in Weiß, in Schwarz, in Grau, hier nochmal in Schwarz. Und da ist halt auch überall so eine passende Perle mit Glöckchen dran. Und dann kommen wir auch zum letzten Päckchen für heute. Und zwar nochmal Kätzchen. Und zwar einmal diese hier. Beispiel in Schwarz, da ist auch eine Perle mit einem Herz, hier in Braun, hier in Weiß, hier nochmal in Weiß, dann habe ich hier diese und dann zweimal in diesen und dann diese großen, hier mit einem Krönchen. Da ist auch was abgefallen, sehe ich. Schleifchen. Dann hier ein Lila. Da habe ich auch immer Perlen dran. Ich muss meine Perlen verbasteln, obwohl so viele Perlen habe ich ja gar nicht mehr. Da ist gar keine mehr. Da ich damals alle hergegeben habe. Dann hier in Blau. Also in Weiß und hier immer in der. Und die glitzern so schön. Ja, meine Lieben. Das war Teil 3 und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss!